Klaffende Wunden, rauchende Autos, Verletzte, die um Hilfe rufen. Jede Minute zählt im Ernstfall. Verschwendete Zeit kann Leben kosten. Es geht um Schnelligkeit. Wir müssen schnell, wie ich schon mal gesagt habe, die Patienten identifizieren, die schwer verletzt sind und schnell in eine Klinik gebracht werden müssen, weil sie nur dort vom Überleben profitieren. Die Patienten überleben nicht, wenn sie schwer verletzt sind und bleiben auf der Straße liegen. Die müssen in die Klinik kommen. Dieser Autounfall ist nur eine Übung, passiert leider aber so fast täglich in der Metropolregion. Gesetzlich ist eine Frist von 15 Minuten vom Eingang des Notrufs bis zum Eintreffen beim Patienten festgelegt. Das kann in sehr vielen Fällen eingehalten werden. Gerade wenn aber mehrere Menschen hilfsbedürftig sind, kommt Rescue Wave ins Spiel. Das System funktioniert ganz einfach und intuitiv. Mit diesem Drehknopf kann man die verletzten Schwere der Patientin einstellen. Und mit diesem Schiebeschalter kann man noch zusätzlich die Transportpriorität des Patienten festlegen oder nicht. Und dieses System sendet in einem selbstständigen Funknetz vor Ort die GPS-Position des Verletzten und die Sichtungskategorie, also die Verletzungsschwere, an unser Einsatzleitsystem. Leben retten im digitalen Zeitalter, ganz einfach den Überblick verschaffen. Dem Patienten wird das Gerät umgehängt, alle Daten direkt übermittelt, sodass die Leitstelle immer über alles Bescheid weiß. Besonders bei unübersichtlichen Unfällen mit vielen Schwerverletzten kann Rescue Wave die Kommunikation der Einsatzkräfte untereinander revolutionieren. Sie müssen sich vorstellen, bisher arbeiten wir quasi über Funk, über Zuruf, tauschen wir die Informationen aus und schreiben sie auf Zettel. Das ist halt sehr fehleranfällig, es dauert lange und durch dieses System sind wir sehr viel schneller und sehr viel zuverlässiger in der Lage, die Patienten abzutransportieren in die richtigen Zielkliniken und können damit das Überleben dieser Schwerverletzten verbessern. 2 Jahre hat es von der Entwicklung über die Pilotphase bis zum tatsächlichen Einsatz am Verletzten gedauert. Eine Erfindung der Firma Warmatech Innovations aus Rheinland-Pfalz. Deutschlandweit einzigartig. Für Landrat Fritz Brechtel ein Prestigeprojekt, eine Herzensangelegenheit, die er gerne über die Grenzen der Metropolregion hinaustragen würde. Denn dieses Gerät kann überall auf der Welt, überall in Deutschland, in Europa, weltweit, kann es Menschenleben retten. Und es ist ja auch in vielen verschiedenen Einsatzsituationen denkbar. Denken Sie nur einmal an Vermisste, die in einem unübersichtlichen Gelände gesucht werden. Auch dann kann man die Hilfskräfte mit diesen Geräten ausstatten. Denken Sie an den Fall einer Amoklage an einer Schule oder eines terroristischen Angriffes. Dann kann man auch mit Hilfe dieses Gerätes jederzeit den Überblick bewahren und kann auch in diesen Fällen gezielter und menschenrettender 70.000 Euro hat der Kreis bis dato für das System investiert. Falls es sich weiterhin bewährt, könnte es auch für andere Regionen zu einem Rettungsmodell der Zukunft werden.